So, und weiter geht's. Black Rock and Wall. Ja. Gut. Genau richtig, Freund. Ich habe zwei meiner besten Ritter zu Verhandlungen mit dem Orkführer geschickt. Sie müssen gleich zurück sein. Toll, nur die Pferde. Verdammt! Diese Orks werden nie kapitulieren. Dann nichts wie hin und die Bestien ausgeräuchert. Bedenkt, Arthas, wir sind Paladine. Rache darf niemals unser Handeln bestimmen. Lassen wir unsere Leidenschaft zu Kampfrausch werden, sind wir so schändlich wie die Orks. Ja, Uta. Wohlan. Wenn ihr Manns genug seid, sollt ihr den Angriff führen. Ich? Aber gewiss. Immer doch. Ich bleibe hier, auf dass keine dieser garstigen Bestien das Lager bedrohen kann. Ich werde nicht versagen. Das weiß ich, Freund. Vor allem mit Sheets. Jo, also eine Kaserne errichten, zwei Höfe errichten und sechs Soldaten. Ah ja, okay. Bis gleich. So, hiermit wieder zurück. Bereit zur Arbeit. Ja. Ah ja, gut. Ich kann auch schon Wachtürme bauen. Auch W drücken. Gut. Dann werden wir das auch Ausbau tun. Abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Und ja, das ist der gleiche Uta Lightbringer, den wir auch im zweiten Teil kennengelernt haben. Bloß ist natürlich klar, dass er sich ein bisschen geändert hat durch das Alter, ne? Er ist ja auch älter geworden. Ist ja logisch, ne? Ja, mein Lord. So, okay. Ah, ein Sägewerk haben wir auch schon. Was ist? Gut. Dann bauen wir erstmal eine Kaserne, ja, komm. Ja, mein Lord. Oh, jetzt kommt der Ork schon mit Trollen, okay. Auch nicht schlecht. Arbeit ist vollbracht. Ich baue mal hier lieber auch nochmal einen Turm. Sicher ist sicher. So, mindestens Arbeit sechs ist vollbracht. Soldaten bauen. Ja, mein Lord. Gut. Ich dann mal. Abgeschlossen. So, Altar der Könige ist genau das gleiche wie Altar der Stämme bei den Orks. Sollte unser Held sterben, was er natürlich nicht tut, oder auch verbündeter Held, können wir die hier jederzeit beleben, solange wir den Altar der Könige haben. Mehr Arbeit? Jawohl. Ja, mein Lord. Das Licht ist meine so, Stärke. Die Kisten kann ich zerstören, aber die zerstöre ich nicht, die Barrikaden. Spürt meinen Zorn. Weil die zur Verteidigung dienen. Elender Kerl. Jawohl. Natürlich. Rolle des Schutzes. Für die Ehre. Ein solider Plan. Gut, dann wollen wir mal ein paar Soldaten bauen. Einsatzbereit. Was? Einsatzbereit. Einsatzbereit. Sehr gut. Einsatzbereit. Sagt das Einsatzbereit. Zauberwort. Einsatzbereit. Jawohl, mein Lord. So. Was braucht ihr? Ich verteile die natürlich Arbeit ein bisschen. Sagt das Zauberwort. Bitte. Ja, mein Lehnsherr. Danke. Befehle? Richtig. Ja, mein Lehnsherr. So. Ah ja, jetzt passiert wieder was. Törichter Paladin! Die Hexenmeister vom Blackrock-Clan haben gesprochen. Bald wird es Dämonen vom Himmel regnen. Und diese jämmerliche Welt wird brennen. Ja, ja, dieses Gesülze ist mir nicht fremd. Ihr Orks werdet es nie lernen. Es war nur ein Spiegelbild. Verdammt, was haben diese Feiglinge vor? Das ist eine gute Frage, Uta. Die Stunde des Untergangs naht. Möge dies kümmerliche Opfer unsere Dämonenherren beschwichtigen. Ihr kranken Dreckskerle. Ihr werdet nie davon. Du kleine Schweinebacke. Tötet die Orks. Tötet sie alle. Nee. Einfach. Mehr Arbeit? Unschuldige einfach nur so nebenbei töten. Sowas macht man doch nicht. Richtig. So. Einsatzbereit.
Einsatzbereit. Ich stehe für das Einsatzbereit. Licht. Ja, mein Einsatzbereit. Arbeit ist vollbracht. Gut, dann geh du auch mal Holz hacken und dann werde ich mal die Aufgabe mal schnell erledigen. Für die Ehre. Beziehungsweise werde ich die Karte erstmal ein bisschen erkunden. Natürlich. Bevor ich die Hauptaufgabe mache. Für die Ehre. Natürlich. Hallo. Seid gegrüßt, werter Mensch. Wollt ihr an unserer Jagd teilnehmen? Was jagt ihr Zwerge denn in dieser Gegend? Wir jagen Schwarzdrachen. Man sagt, das Blut der Drachen könne Waffen mit Feuerzaubern versehen. Ich bin sicher, meine Kameraden teilen den Zauber mit euch, wenn ihr sie findet. Die Feuerzauber, die ihr sucht, könnten nützlich sein. Die Bestie, die wir jagen, heißt Sirinox. Mit eurer Unterstützung hat das Monster keine Chance. Jo. Jo, die Schmiede. Den schwarzen Großdrachen Sirinox töten und Frenor Steelto das Herz des Sirinox bringen. Okay. Erstmal die Einheiten ein bisschen verbessern. Apropos Drachen. Da fällt mir noch gerade was ein. Die Orks können in diesem Teil selbst nicht mehr die Drachen bauen. Weil die das auch geändert haben. Also Todesrittern und Drachen können die Orks an sich nicht mehr bauen. Aber es gibt unter bestimmten Bedingungen kann man Drachen bauen, aber da braucht man natürlich erstmal ein Drachenhaus, aber die Orks können ab diesem Teil keine bauen. Die muss man nämlich hier befreien, immer die Drachenhörste. Und ja, ist halt ein bisschen nervig. Habt ihr ein Ziel? Jo, jetzt können wir Scharfschützen, glaube ich, auch in der Kaserne bauen, ne? Jawohl. Ja, ist ein guter Ersatz von den Bogenschützen. Also Bogenschützen können die Menschen jetzt nicht mehr bauen. Stattdessen können wir jetzt Schützen bauen. I see. Und die können halt auch Lufteinheiten töten. Habt ihr ein Ziel? Und das ist auch sehr gut. Ich stehe für das Licht. Dann kommt ihr mal mit. Ja. Und hier irgendwo... Ah ja, hier ist der Drache. Mal gucken, wie groß natürlich der ist. Für die Ehre. Ein solider Plan. Okay, jetzt ist es natürlich noch ruhig. Ein solider Plan. Ah, der ist schon der erste Drache. Ein Welpe! Oh, wie toll. Ja. Ja. Natürlich. Jam, jam, jam. Ja. Ja. Für die Ehre. Gut. Natürlich. Und jetzt kommt der große Drache. Da ist er. Ihr wagt es, mich herauszufordern. Wow, Stufe 8. Ihr Sterblichen werdet mit jeder Generation tollkühner. Wow, 1250 Leben, ey. Das Licht ist meine schlecht Stärke. Und der ist tot. Bringen wir dieses Herz zu den Zwergen zurück. Jawohl. Ich stehe für das Licht. Und Arthas hat schon Stufe 3 erreicht. Hingabe-Aura. Gibt Befreundeten in der Nähe befindlichen Einheiten zusätzliche Rüstung. Geil. Ja, das ist ein passiver Zauber. Das heißt mit anderen Worten... Oh, Moment mal, ich stehe gerade auf meinem Headset-Kabel. Hoppala. So. Das heißt mit anderen Worten, der Zauber aktiviert sich selber, ne? Eine Verbeugung ist nicht und da ist das Herz. Das Herz des Drachen Ceraninox. Zungenbrechername. Ich stehe für das Licht. Und so sieht das aus. Das immer noch schlangende Herz von Ceraninox kann benutzt werden, um einer Kugel der feurigen Kräfte eines Drachen zu verleihen. Ich stehe für das Licht. Gut. Ja. Natürlich. Und somit haben wir die Nebenaufgabe auch geschafft. Ja, es gibt hier nur eine. Gut. So, hier habe ich alles aufgedeckt. Das ist gut. Ja, hier kann ich ja nichts aufdecken, leider. So, dann werde ich hier die linke Seite gleich noch erkundschaften und dann werde ich den Klingenmeister töten. Nun werde ich eure Waffen neu schmieden, damit sie mit sengender Hitze treffen. Yeah. Jetzt kommt's.
Wow, Feuerkugel. Fügt den Angriffen eines Seltenen einen zusätzlichen Feuerschaden von 5 hinzu, wenn getragen. Die Angriffe des Seltenen verursachen auch einen Gebietsschaden an feindlichen Einheiten in seiner Umgebung. Geil. Ah, da könnte ich eigentlich zur Verteidigung... Achso. Was ist? Zur Verteidigung auch ein paar Scharfschützen bauen, wollte ich sagen. Aber erstmal ein paar Höfe bauen. Arbeit ist vollbracht. Na gut. So. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. So, das müsste reichen. Arbeit ist vollbracht. So. Oh, kaum kostet. Geladen und entsichert. 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 So. Habt ihr ein Ziel? Zeit zu gehen. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Gut, dann haben wir das auch. Ja. Für die Ehre. Jetzt wird gerichtet. Ah, ein paar Orks. So, wie heißen die? Trollkopfjäger heißen das die hier. Licht okay. Ist meine Stärke. Gut, gut. Ja. Für die Ehre. Und Arthas hat schon 800 Leben. Auch ein gut. Solider Plan. Natürlich. Und ein paar für meinen Vater, Knolle. Den König. Ach, wie geil. Ich stehe für das Licht. So. Jetzt wird gerichtet. Ein meiner Trank. Mal ein wieder. Ein solider Plan. Natürlich. Für die Ehre. Okay, da gibt's Wasser. Ja. Murlocs? Hier? Die müssen ein Lager in der Nähe haben. Ja, haben die auch. Natürlich. Clown des Angriffs plus 3. Erhöht den Angriffsschein eines Helden um 3, wenn getragen. Cool. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Jetzt wird gerichtet. So, noch die Hütten zerstören von denen. Für die Ehre. Heiltrank. Ja, den können wir jetzt benutzen. Für meinen Vater, den König. So. Ein solider Plan. Für die Ehre. Dann gehe ich erstmal hier nach oben. Hier kann man Tiere hören. Frösche, Eulen und so weiter. Elender Kerl. Hallo Orks. Ah, hier ist ein kleiner Stützpunkt. Spürt meinen Zorn, elender Kerl. Okay, erstmal die Kaserne zerstören. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Für die Ehre. Ein solider Plan. Willst du mich verarschen? Anscheinend ja. Spürt meinen Zorn, elender Kerl. Ja. So. Für die Ehre. Jetzt wird gerichtet. Ah, oh, das war nur ein kleiner Vorpost. Ein solider Plan. Für meinen Vater, den König. Ja. Ein solider so, Plan. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Natürlich. Eine Sackgasse. Ja. Für die Ehre. Und da ist der Klingenmeister. Gut. Na, dann wird es ja auch ein geschafft gleich. Ja. Für die Ehre. Ja, überall Bäume. Jawohl. Ja. Natürlich. Außer nur hier. Für meinen Vater, den König. Ach, wie toll. Ein paar Knolle. Ja. Für meinen Vater, den König. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. So. Natürlich. Hier ist alles jetzt aufgedeckt. Ein solider Plan. Ja. Jawohl. Und dann wird das Level auch gleich geschafft, mein Lieben. Ach ja. Ah, die Level, die werden aber noch cooler. Spürt keine Panik. Meinen Zorn. Für meinen Vater, den König. Jetzt wird gerichtet. Elender Kerl. Jawohl. Natürlich. Und da ist der Klingenmeister. Jetzt wird gerichtet. Jawohl. Ja. Geschafft. Gut gemacht, Freund. Das war ein grandioser Sieg. Ich weiß nicht, Uther. Diese Orks haben Dorfbewohner geopfert. Ich glaube, sie wollten Dämonen beschwören. Hab Vertrauen, Freund. Diese Orks klammern sich an aussterbende Traditionen. Wir haben ihre Dämonen vor langer Zeit besiegt.
Gehen wir nach Hause. Es war ein anstrengender Tag. Bin ich voll und ganz deiner Meinung. Jawohl.